Pia, 7 Jahre alt, Golden Retriever und fertig ausgebildete Therapiehündin. Kara, 2,5 Jahre alt, Mischling aus Spanien und angehende Therapiehündin. Beide gehorchen sie ihrem Frauchen Susanne Kiermeier, 43 Jahre und fertig ausgebildete Hundephysiotherapeutin. Neben dieser Tätigkeit absolvierte sie gemeinsam mit Pia eine zusätzliche Ausbildung zum Therapiehundeteam. Es werden kleine Übungen gemacht, um die Feinmotorik und die Koordination der älteren Herrschaften zu schulen. Es ist aber auch ein Aufbrechen der Isolation, weil wir wirklich in ganz kurzer Zeit die Situation haben, dass sie sich gegenseitig erzählen, ich habe den und den Hund gehabt und wir haben früher so und so viele Hunde gehabt. Und die haben sich dann auch was zu erzählen, wenn wir schon wieder weg sind. Auch bei Kindern kommt die Arbeit mit dem Therapiehundeteam gut an. Besonders beliebt ist das Würfelspiel, bei dem der Hund bei jeder Zahl eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Doch vorerst muss erst einmal den Kindern die Angst vor den Tieren genommen werden. Dass eine Bekannte mit ihrem Kind gekommen ist und wir ein paar Übungen gemacht haben, weil das Kind also teilweise kilometerweise Umwege gegangen ist, nur um nicht an einem bestimmten Gartenzaun vorbeizumüssen. Aber auch der richtige Umgang mit den Hunden wird den Kindern vermittelt. Dass man eben nicht, wie so oft gern gemacht, den Hund auf den Kopf tätschelt, pack, 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 das finde ich gar nicht gut, weil das macht man ja bei seinen Kindern auch nicht, sondern dass man den Hund besser ganz ruhig vorne an der Brust streichelt oder eben an der Seite, das mögen die viel lieber, ganz ruhig. Ja? Stotternden Kindern hilft Pia beispielsweise, indem sie als Lesehund fungiert. Die Kinder haben eine geringere Hemmschwelle, dem Hund laut vorzulesen. So lernen sie auf spielerische Art und Weise. Selbst in der Physiotherapie werden Therapiehunde erfolgreich eingesetzt, um die Patienten zum Mitmachen zu motivieren. Nicht jeder Hund kann sich Therapiehund nennen und auch nicht jeder Hund ist dazu geeignet, einer zu werden. Eine erfolgreich absolvierte Abschlussprüfung wird den Therapiehunden abverlangt. Getestet werden dabei Tauglichkeit, Aggressionspotenzial, Kontaktfreudigkeit und Grundgehorsam. Die Ausbildung erfolgt beim Deutschen Berufsverband für Therapie- und Behindertenbegleithunde und dauert gut ein Jahr. Irgendjemand hat zu mir gesagt, ich mache ja ständig mein Hobby zum Beruf. Anscheinend ist es mir wieder mal gelungen. Wobei Beruf, also dadurch, dass sich das ja auf sehr wenige Zeiten pro Woche beschränkt, ist es ja wirklich ein Nebenerwerb in dem Sinne. Ein Nebenerwerb insofern, als dass ein Therapiehund aufgrund der hohen Anforderungen nicht mehr als 120 Minuten pro Woche zum Einsatz kommen darf. Für Susanne Kiermeier nehmen ihre Hunde einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben ein. Also ein Hund ist halt eine unwahrscheinliche Bereicherung für das ganze Leben, denke ich mal, für die ganze Familie, aber auch für einen selber. Wenn es der beste Freund ist, das sollte natürlich nicht der einzige Freund sein, aber es ist halt schon ein Kamerad, der mit einem durch dick und dünn geht und immer dabei ist. Ohne Ansehen von Vermögen, von Schönheit, von Alter, von Zustand, sondern wirklich den Menschen so nimmt, wie er ist. Nach so viel Arbeit, Tricks und Konzentration wird selbst der bestausgebildetste Therapiehund müde und Pia hat sich ihren Feierabend mehr als verdient.